Einsatz für die Autobahnpolizei. Ein äußerst ungewöhnlicher Fall beschäftigt jetzt Holger Gerke und Wolfgang Teves. Leitstelle Köln, guten Tag. Ja, hier ist Anna Denger. Ich habe eine Leiche gefunden. In einem Auto. Sie müssen kommen, bitte. Okay. Kann es vielleicht sein, dass die Person nur bewusstlos ist und nicht tot? Nein, die ist nicht bewusstlos. Bitte kommen Sie schnell. Wo sind Sie? Autobahn 555, Rastplatz Bornheim. Okay, alles klar. Bleiben Sie bitte vor Ort. Die Polizei und Rettungsteam ist für ihn unterwegs, okay? Ja, aber bitte schnell. Der Notruf führt die Polizeibeamten sowie die Sanitäter Florian Wehr und Franco Fabiano zu einem Autobahnrastplatz in der Nähe von Bonn. Dort wird die Melderin selbst zum Notfall. Was haben Sie denn gesehen? Warum sind Sie so aufgeregt? Entschuldigung. Alles gut, ganz ruhig, ganz ruhig. Was? Entschuldigung. Ja, was? Ich weiß, ja, keine Ahnung noch nicht. Was? Haben Sie uns gerufen? Ich habe eine Leiche gesehen. Eine Leiche? Jawohl, auf dem... Ja, beruhigen auf Sie sich. Beifahrersitz. Auf welchem Beifahrersitz? Ja. Oh, ich kann nicht mehr. Auf welchem Auto? Oh, von dem Auto. Welchen Auto? Wir gehen mal gucken. Wir schauen mal eben. Noch ist unklar, ob sich wirklich eine tote Person im Wagen befindet oder ob die Melderin womöglich psychisch krank ist. Während sie verarztet wird, machen die Autobahnpolizisten im Fahrzeug eine ganz andere Entdeckung. Kaufmann-Bertha Zeppelin 9000. Oh, das ist ein Peugeot. Ungesichert. Pass auf. Ja. Und guck mal hier, schon gesehen? Nein. Oder? Sektchen, Schnaps, Bierchen. Oh, auch nicht schlecht. Teilweise leer, teilweise voll. Ja, was ist schon sehr merkwürdig war, das Fahrzeug war nicht verschlossen. Und deshalb konnten wir ja auch einen Einblick ins Fahrzeug werfen, die Türen geöffnet. Und im Fahrzeug lagen also mehrere geleerte alkoholische Flaschen, wie Bier, ich glaube Wein und auch Schnapsflaschen. Und haben erstmal einen Halter gemacht von dem Fahrzeug. Und der Halter hatte aber keine Erkenntnisse bei uns gehabt. Deswegen haben wir jetzt erstmal geschaut, dass wir den Halter bzw. den Fahrer jetzt erstmal irgendwo antreffen würden. Darf ich mal kurz stören? Also im Auto ist niemand, überhaupt keine Person. Ich bin doch nicht bekloppt. Ja, aber da ist jetzt. Ich bin doch nicht bekloppt. Ja. Hören Sie mal, ich gehe zwar auf die 50 zu, aber ich bin doch nicht senil. Ja, was haben Sie denn genau gesehen? Erzählen Sie mal. Ich hab. Da ist jemand ausgestiegen. Ja. Und der. Wo ist der hingegangen denn? Der ist in den Wald. Ja. Aber die Person, die da saß, die rührte sich nicht. Was ist denn und dann bin ich dahin. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja gut, okay, vielleicht ist der, was weiß ich, schlecht oder sonst irgendwas. Und dann habe ich geklopft und habe gerufen. Aber die Person saß da so, ja. So auf dem Sitz. Ja, auf dem Beifahrersitz, ja oder wo? Und die hatte eine Kapuze über den Kopf und die hat sich nicht bewegt und ja, nichts. Und dann, ich habe gedacht, du liebe Zeit. Und dann habe ich nur noch, versucht, mein Handy zu finden, um sie zu rufen. Und dann waren sie auch schon da. Ja, wie gesagt, es ist jetzt niemand am Fahrzeug. Aber ich bin doch nicht nein, das sage ich auch gar nicht. Ich gehe jetzt dahin. Nein, komm. Ja, ich bin doch nicht, verrückt. Moment. Ganz ruhig. Nee. Also, komm. Bevor sie... Lass dich von überzeugen, dass keiner drin ist. Dann wird es vielleicht ein bisschen ruhiger. Daher halten die mich doch bescheuert. Da die Spezialisten die aufgebrachte Melderin beruhigen wollen, inspizieren sie den Einsatzort noch einmal mit ihr zusammen und machen eine ungewöhnliche Entdeckung. Sie müssen also ruhiger werden. Ich gebe ja gerne zu, dass ich sie manchmal nicht mehr alle habe. Aber die saß hier, ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist, die hat hier gesessen. Ich habe geklopft, ich habe gerufen und die hat da gesessen. So hat die da gesessen. Hallo? Die hat sich guten nicht Tag. Bewegt. Ich möchte dich mal fragen, was hier los ist. Was machen Sie an meinem Auto? Das ist Ihr Auto? Was wird das hier? Sie sind der Fahrzeugführer, ja? Ja, ich bin der Fahrzeugführer. Was gibt's hier? Gibt es irgendein Problem? Oder? Ja, zum einen steht das Auto ungesichert hier. Das heißt, wir haben gerade so einfach mal die Türen aufmachen können. Ja, also, fast wären Ihre Alkoholvorräte weg gewesen. Ja. Die Sache, ich wollte nur ganz kurz pinkeln gehen. Hier ist ja wirklich weit und breit keine Toilette. Und wollte schnell wiederkommen, deswegen hatte ich wahrscheinlich gerade vergessen. Ne? Ja. Also vorsichtig sein, ne? Kann ja auch irgendwer aber sonst das Auto mitnehmen. Doch, die Dame hat im Fahrzeug noch eine Person gesehen bei Ihnen. Ja. Eine Person hat sie gesehen? Ja, auf dem Beifahrersitz. Nee, ich bin allein unterwegs. Also, sie sind allein ich weiß unterwegs. Nicht, was sie für eine Person gesehen hat. Die sieht aber auch nicht gut aus, die Dame. Geht's Ihnen gut? Die Maske? Mir geht's überhaupt nicht gut. Mir geht's gar nicht gut.
Ja, die Klappe. Vielleicht kümmern Sie sich besser um die Dame und nicht um mich. Warum laufen Sie denn hier im weißen Kittel durch die Gegend? Was ist denn der Anlass? Also die Sache ist, ich bin Medizinstudent und ich habe heute Examsfeier. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich nur auf dem Weg zu der Examsfeier. Deswegen hatte ich schon meinen Kittel an und wir feiern heute so ein bisschen. Deswegen auch die Alkoholvorräte in meinem Auto. Ne? Also nicht eine Leiche außer Obduktion entsorgen oder so? Nein, eine Leiche entsorgen, nein. Die Melderin pocht vehement darauf, eine Leiche gesehen zu haben. Deshalb wollen die Autobahnpolizisten alles ausschließen. Wolfgang Teves befragt einen weiteren Autofahrer. Travis Teves von der Polizei. Stehen Sie schon lange hier? Ja, stehe schon. Haben Sie zufällig gesehen, als das Auto angekommen ist, wie viele Personen im Fahrzeug waren? Zwei. Also ich mache hier den Motor und konnte das so aus dem Augenwinkel sehen, dass es zwei Personen sein müssen. Also definitiv zwei Personen? Ja, meine ich. Ja, dann müssen wir nochmal nachfragen. Okay, danke erstmal. Das ist natürlich jetzt schon wieder eine ganz andere Ausgangssituation. Also muss jetzt doch möglicherweise was dran sein, dass die Frau irgendjemand im Fahrzeug noch gesehen hat. So, pass auf. Der Herr da unten am Fahrzeug hat gesehen, dass im Fahrzeug zwei Personen waren. Was sagen Sie dazu? Ich sag dazu, ich war allein unterwegs. Ich bin die ganze Zeit allein unterwegs. Also irgendwas muss aber doch da dran sein. Wenn die Dame jemand gesehen hat, da unten, diese Person Wolfgang, auch. Ja. Riechst du auch leichte Alkoholfahne? Ich habe gerade so... Also, was haben Sie an Alkohol getrunken? Sagen wir mal so. Ich meine, da sind ein paar leere Flaschen drin, aber die sind da schon ein paar Tage drin. Und jetzt habe ich halt den Restalkohol noch mitgenommen zur Examsfeier, wo ich halt hin will. Aber das. Was hat der Zeuge gesagt? Der hat zwei Personen gesehen. Ja. Hat er gesehen, wie das Auto hier reingefahren ist? Ja, der hat also nicht viel gesehen, nur dass er hier reingefahren ist, weil er am Fahrzeug hier am Reparieren ist. Also er gefahren. Mit der Frau mal wieder rüber. Wir haben hier. Okay, ich hole das mal Alkoholtestgerät, und dann machen wir also, warum sind Sie mit dem Alkoholtest? Warum wollen Sie hier Alkohol fahren? Erstmal eine Frage vor. Sind Sie mit dem Alkoholtest einverstanden? Nein, warum Alkoholtest? Kümmern Sie sich um die Frau. Die hat doch bestimmt irgendwas genommen. Die ist doch völlig paranoid, die Frau. Die hat doch bestimmt Tabletten genommen. Wir riechen, dass sie Alkohol getrunken hat. Sind Sie mit dem Alkoholtest einverstanden? Ja, meinetwegen. Der Einsatz wirft viele Fragen auf. Um die Sachlage vor Ort zu klären, wollen die Beamten nach dem Alkoholtest im Nahbereich des Rastplatzes nach der mysteriösen zweiten Person suchen. Ganz kurz reinpusten, wenn der, also es dauert vielleicht 3-4 Sekunden, dann ertönt ein Piepton und dann können Sie aufhören. Okay. Wenn er aufhört, okay, alles klar. Jetzt müssen wir warten. Ja, okay. 0,6. Das heißt, wir dürfen nicht fahren. Bei 0,6 darf ich nicht. Ab 0,5. Ist vorbei. Also den einen Promille, da können Sie doch mal irgendwie, da können Sie doch mal ein Auge zudrücken, oder nicht? Nein, das können wir natürlich nicht. Bevor Sie mir jetzt da irgendwie was anhängen wollen oder sowas, kümmern Sie sich doch mal lieber um die Frau da hinten. Ja, die Frau wird sich ja schon gekümmert. Die hat irgendwas genommen. Auf jeden Fall. Die ist doch völlig panisch gewesen. Und ich meine, wegen nichts. Ich bin alleine hier auf dem Parkplatz. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber. Gehen wir mal. Wie kommen Sie denn darauf, dass sie Medikamente genommen hat? Was ist denn Ihr Anhaltspunkt? Also ich sag mal, das ist ganz einfach. Sie hat sehr viel Schweiß auf der Stirn gehabt, ist super blass, total am Zittern, sehr paranoid. Das sind eigentlich alles Anzeichen dafür, oder wenn Sie mal die Augen gesehen haben, vielleicht. Gut, wir fragen einfach mal mit den Kollegen hier, vielleicht können die uns da was zu sagen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, sie ist so am Hyperventilieren, aber wir haben noch was. Sie nimmt Medikamente. Aha. Okay. Das ist ein Diazepam, einer hohen Dosis. Das heißt, sie dürfte im Grunde auch kein Auto fahren. Ja, bei der Einnahme bei solchen Medikamenten wie Midazolam, Omikum, ist es so, bei einer hohen Dosis kann bei einem Menschen eine Atemdepression einsetzen. Das heißt, er atmet nicht mehr, kann nicht mehr gut atmen. Zudem kommen dann noch Wahnvorstellungen, was ja vielleicht in dem Falle dann auch zu diesem Ergebnis gekommen ist mit diesem Leichenfund. Und es ist sehr gefährlich, weil die Einnahme von so einer hohen Dosis, man schon praktisch Elefanten damit schlafen legen kann. Ich bin nicht verrückt! Wir schauen jetzt mal. Wir müssen mal eben in den Wald gucken, wo der Herr angibt, dass er gerade mal. Sie wollen jetzt in den Wald gehen? Legat, zumindest mal. Wo ich pinkeln war. So ungefähr. Wenn wir jetzt nicht diese zweite Person gefragt hätten, oder ich die zweite Person gefragt hätte, dass da tatsächlich zwei Personen im Auto wären, wären wir wahrscheinlich nicht in den Wald gegangen. Aber da jetzt doch die Gefahr bestand, dass tatsächlich eine zweite Person im Auto war, sind wir dann doch mit in den Wald gegangen, um dann nachzuschauen, was da jetzt dran ist. Die Polizisten verlangen von dem Medizinstudenten, sie an den Ort zu führen, an dem er angeblich austreten musste. Sein zunehmend nervöses Verhalten schürt das Misstrauen der Beamten. Und tatsächlich machen sie eine gruselige Entdeckung. Nee, aber ich denke mal, das war's eigentlich. Also weiter brauchen wir jetzt auch wirklich nicht. Irgendwo hier war das. Irgendwo. Hier, Sie sehen sich, hier ist nichts. Nichts zu sehen, weit und breit. Ja, ich verstehe, brauchen da jetzt gar nicht rüberlaufen.
Wieso brauche ich da nicht überlaufen? Natürlich, ich guck da jetzt mal. Ja, ja, guck. Hier war ich pinkeln irgendwo und das war's. Dann bin ich wieder zurückgelaufen zum Parkplatz und dann sehe ich auf einmal, dass sie da stehen. Das ist da liegt ja, was. Ja. Nimmst du den Herrn mal mit? Ja. Ah, Wolfgang, hier liegt wirklich was. Guck mal. Gehen Sie mal vor. Aber, was denn? Was ist? Guck mal. Man kann ja mit einer Leiche verwechseln. Ja, Moment, aber das ist ja... Schau mal hier. Schraube. Plastik. Kommt Ihnen das bekannt vor? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, was denn? Ja oder nein? Das ist nicht Müll, der hier im Wald liegt. Kenn ich aus der Schule noch. Ich hab auch keine Ahnung. Was ist das, ein Plastikskelett oder was? Ja, klar, das kenne ich auch noch vorher. Also, ja. Also, ja. Damit habe ich nichts zu tun. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich irgendwer hier hingeschmissen haben als Spaß. Also irgendwie, oder so. Muss ich sagen, wird das jetzt doch ein bisschen zusammenpassen. Oder nicht? Was soll denn da zusammenpassen? Ja. Warum sollte ich denn also das Ding hier hinlegen? Wir sind ja auch nicht mit dem Hammer gepudert. Ne? Also, wir reden jetzt hier wahrscheinlich erstmal von keiner Straftat oder so in diesem Zusammenhang. Aber was da mit dem ganzen Mist hier vor sich gegangen ist, weiß ich auch nicht. Ich würde nur vorschlagen, wir gehen erstmal jetzt nach vorne. Wir nehmen es mit nach vorne und dann können Sie sich bis dahin vielleicht überlegen, was Sie uns für eine Geschichte auftischen. Er hat natürlich das total wieder abgestritten. Aber wie gesagt, es war ja eigentlich jetzt irgendwie logisch und klar, das konnte nur jetzt irgendeine Sache sein, die er mitgebracht hat. Weil wo sollte das sonst her, oder wo sollte dieses Skelett herkommen? Und gerade wo er ein Medizinstudent ist, war das jetzt eigentlich eine relativ klare Sache für uns, auch wenn er es immer noch abgestritten hat. Ja. Wir haben gerade noch mal mit ihr gesprochen. Ne? Sie ist in ambulanter Behandlung beim Psychiater. Der hat ihr auch die Tabletten verschrieben. Sie soll eine halbe Tablette am Tag nehmen. Ne? Sie hat zwei drin. Gut, das ist jetzt das i-Tüpfelchen, das auch noch stimmt. Na gut. Kann die Wahrnehmung eventuell schon mal verrutschen, ne? Ja, passt ja. Schauen Sie mal, was ich hier für einen Kollegen gefunden habe. Das kann doch nicht wahr sein. Und wegen so etwas. Das ist einfach nur. Ich habe schon an mir. Sollen wir das Bein noch verbinden? Oder? Ich habe schon gedacht, ich wäre wirklich. Sachen ganz ehrlich, in meinem Auto war das nicht. Für die Spezialisten ist klar, dass der Student für den Einsatz verantwortlich ist. Der leugnet aber, etwas damit zu tun zu haben. Seine Kommilitonen sorgen schließlich für Klarheit. Was soll das jetzt? Nee, nix. Alles gut. Das sind ein paar Kommilitonen von mir. Ja, warum machen Sie dann? Ich glaube, Ihr Kollege möchte Sie nicht hier haben. Na, moin. Ich glaube, Ihr Kollege wollte Sie nicht hier haben. Er hat nämlich das Zeichen gegeben, dass Sie weiterfahren sollen. Ich weiß aber noch nicht, warum. Was sollte das denn gerade? Wie bitte? Ach, nix. Wir wollten uns ja hier treffen, um dann weiterzufahren zusammen. Deswegen war ich auch kurz pinkeln hinten. Ja. Wir fahren jetzt zur Examsfeier. Ich weiß gar nicht, was ist denn hier los? Die Kollegen haben gedacht, dass ich irgendwie im Auto hätte, aber da war ja keiner. Also ich weiß auch nicht, die Frau hat irgendwie gesagt, dass... Aber da fehlt doch noch jemand. Ja. Was macht denn der Uli hier? Uli? Das ist der Sag Uli. Mal, was ist denn hier los? Das ist Uli. Uli hat einen Arm verloren unterwegs. Wie? Ja, ich hab Uli aus der Uni mitgenommen, ohne zu fragen. Mein Gott. Ich wollte ihn eigentlich in den Kofferraum packen, aber da war kein Platz mehr. Dann habe ich ihm was übergezogen und habe ihn auf den Beifahrersitz gelegt. Du kannst den Uli doch nicht mitnehmen. Also die Dame hat sich zu Tode erschreckt, weil die dachte, es wäre eine Leiche auf dem Beifahrersitz. Ja, das ist Ingo. Ja, und er hat daraufhin das Skelett in den Wald geschleppt und verschwunden. Keine Panik machen. Wissen Sie eigentlich klar, was hier los ist? Die Polizei ist hier, der Rettungsdienst ist hier. Ja, ich sehe. Das ist alles nur wegen dem Skelett hier. Die Frau ist fix und foxy. Aber das hätte man sofort sagen können, oder? Ja, ich meine, das ist da so drauf rumreißen. Das ist total nach hinten losgegangen. Wir haben natürlich auch leider die falsche Frau erwischt. Ja, das ist nicht lustig, ne? Weil sie hat schon dementsprechend Probleme. Der Student hatte Angst, wegen des Diebstahls des Plastikskeletts bestraft zu werden. Deshalb hatte er es versteckt, als er die Polizisten sah. Die Universität hat auf eine Anzeige verzichtet. Für den Einsatz des Rettungswagens muss der junge Mann allerdings aufkommen. Aufgrund seiner Trunkenheitsfahrt muss er zudem 500 € Bußgeld zahlen und erhält einen Monat Fahrverbot.